Ja. Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus. Aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Gut, abgemacht. Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Für die angeklagte Zauberin gibt's kaum noch Hoffnung, oder? Ich glaube, ich habe mich... Au! Wie kannst du es wagen? Seht ihr das auch, dass ihr niemanden in ihr Leben anfliegt? Dann lodert mich auf Finsternis. Entschuldigung. Überall Finsternis um mich herum. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Das ist also das Spukhaus. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen.
Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Hier war lange keiner mehr. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Genius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen.
Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet.
Die Bäder sind in Silberstein. Ich kann dir einen. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Die Straßen. Autsch! Schon brauchst die neuen Schackmädel gesehen? Setzt du den so genau? Elend. Und ich bin hungrig. Du Lumpen. Ja? Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht, rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Du Lumpenproletarier!